Hallo, hier bin ich wieder, die Britta aus Dänemark. Ja, der Urlaub ist vorbei, der Alltag ist wieder in Gange und heute ist Freitag. Ja, wie gesagt, der Urlaub ist vorbei, der war schön, wir waren in Österreich, ich, Paul und meine Schwester Christine, Tine. Und ansonsten, ja, wir waren auch in Kassel, aber darüber erzähle ich ein bisschen später. Ja, lass uns mal anfangen. Ist ja lange her, ne? Ich habe ein bisschen fertig bekommen. Ja, wie immer, dies ist eine Dauerwerbesendung. Alles, was ich hier zeige, ja, habe ich selbst gekauft, ne? Selbst nach Hause geschleppt, ne? Und ansonsten, ja, ihr könnt ja vielleicht auch was davon kaufen, wenn ihr Lust dazu hättet, ne? Ja, auf jeden Fall für die Wolle, nicht meine fertigen Sachen, ne? Ja, wie gesagt, ich habe die Monatstaschen fertig. Dieses Mal habe ich die Taschen aus also in eine andere Wolle gestrickt, weil ich nicht die ganze, also die Farbkombi, die konnte ich nicht so richtig bekommen beim Mohair und bei der Aveta. Die Aveta war nicht in die gleiche Farbkombi wie das Mohair. Ja, ich hatte im Urlaub ein bisschen vorgearbeitet, also für die Taschen Juli und August habe ich die gestrickt, weil ich dachte, dann war ich ein bisschen flott fertig, ne? Aber wie gesagt, das sind die oh, Moment, das sind die Monatstaschen. Ja, vielleicht war das Juli, August, weiß ich nicht. Ich habe sie ja auf Ravelry eingepflegt und da habe ich ja also jetzt jeden Monat da geschrieben oder auf Ravelry habe ich geschrieben, welchen Monat die Tasche für die welchen Monat die Tasche ist, ne? Ja. Wie gesagt, diesmal war das eine andere Kombi, also das Mohair von Filcolana. Jetzt also hier regnet das Licht ist ein bisschen shitty, das kann ja mal passieren. Ja, diesmal zusammen mit Alva, zweifähig, nicht fähig, aber fädig, ne? Fängt ja gut an, ne? Ja, das ist so Peach, so ähnlich, würde ich mal sagen, ne? Ja. Auf Ravelry, die Farbnummer und so, ne? Ja, die sind fertig. Und dann habe ich noch diese hier gestrickt. Das ist so Korall, würde ich mal sagen, ne? Die Farbe kommt nicht so richtig drauf raus. Aber die ist auch fertig. Und da hatte Atelier 2, Lisbeth, da hatte sie auch nicht dies Avetta. Also ich bin mir gar nicht sicher, dass man dieses in Avetta kaufen kann, also diese Farbe, ne? Aber ja, das passte gut zusammen und zwei Fäden von denen, das ging richtig gut. Also die Haptik ist fast so genau wie von. Moment. Ja, ich würde mal sagen, das gleiche. Das fühlt sich so an, als ob das mit Avetta verstrickt worden ist, ne? Ja, die sind fertig. Und ja, jetzt muss ich ja auch mal in Gange mit dem das Innenstoff zu nähen, ne? Ja, und Juni, die Juni habe ich auch fertig, ne? Juni, Juli, August, die habe ich jetzt auch fertig und das war ja eine Aveta. Guck, die alte Banderole. Ja, also ich mag Tilly ja gerne, auch weil die haben so schöne Farben, ne? Eine richtige gute Auswahl meistens, ne? Wenn kann ja mal passieren, so wie bei den beiden, dass nicht die gleiche Farbe da ist, ne? Die ist auch fertig, die sind auch fertig. Ja, ansonsten Mädels, stopp, wie immer. Skål. In Wasser herzlich willkommen aus unserer Sommerpause. Wir machen jetzt weiter, ne? Das sind die Stino-Socken für Emily. Sie war ja hatte angefangen zu stricken und ich glaube, sie hat ein ganz kleines Stück gestrickt und dann, ja, ihr wisst ja, ne? Ab und zu, da strickt man was, wo man denkt, oh, war doch nicht meins, ne? Aber ich glaube, hier habe ich ein paar Runden. Ich weiß gar nicht. Guck mal. Also ich mache das nicht auf. Das ist, wie es ist. Und wie das so passieren konnte, weiß ich auch gar nicht. Weil wenn ich das jetzt so hinhalte, dann fängt die Ferse da an und ja, ziehen tue ich nicht, aber egal. Die sind fertig, die wurden in Kassel fertig. Und das ist eine von Süßleril.
Süßleriet, Süßleriet kann man sagen, wie man möchte. Ich habe 28 Gramm noch. Das war immer ein Zettel. Und wie gesagt, die Banderole, die liegt bei Emily. Wir sind nicht ganz einig, ob das auch die Dancing Queen ist. Sie hatten ja eine ganz viele Färbung von Taylor Swift. Ne? Da war Emily und Mas ja auch in Hamburg zum Konzert. Wie gesagt, wir müssen mal sehen. Ich meine, das war die Dancing Queen. Ich habe das auf jeden Fall auf Reveille so eingepflegt. Ne? Sagen wir einfach mal so. Ist fast so ähnlich wie die Färbung für Emilys Hipstermütze, aber für ihre Oslo-Mütze. Ja, die sind auch fertig. Die können ausziehen. Dann, wenn wir immer im Urlaub sind, das, also im Wochenende nicht, da passt unser Nachbar auf unsere Katzen auf, füttert sie und Wasser und so, ne? Aber hier im Urlaub, da macht das meine Freundin oder unsere Freundin, ne? Und sie möchte immer gerne Socken dafür. Also habe ich ihr ein paar Stino-Socken gestrickt. Ich glaube, das war noch eine Woche oder 14 Tage vorm Urlaub, da war sie hier, ich weiß gar nicht so richtig, wann das war. Da hat sie eine andere auch noch ein paar Socken von mir bekommen, das war die, weiß ich nicht mehr. Aber eine, es ist nicht so sehr lange her, dass ich sie gestrickt habe. Die sind fertig, die kann sie bekommen. Und das habe ich aus, ne, Meilenweit Lana Grossa gestrickt. Das ist eine Unifarbe. Ich würde mal sagen Petrol oder so, ne. Und die habe ich in Österreich gekauft. Zusammen mit anderer Wolle, ne. Aber wie schön. Die kann dann auch noch ausziehen, ne. Was sonst noch? Ach ja, ich hab, muss mal mich ein bisschen korrekt, also ich habe was Falsches gesagt. Ich wollte nur mal sagen, dies ist nicht nur von Emily, aber auch von Emma für den Mamatag. Wollte ich nur mal sagen, weil ich sagte zu Emily, ey, war das nicht irgendwas, war die nicht von euch beiden? Doch, sie hat das auch gehört im Video. Oh, oh, das muss ich mal, ja, wollte ich nur mal sagen, ne? Von Emily und Emma. Ja, dann habe ich, ich fahre hier am Wochenende, nicht dieses Wochenende, aber irgendwann war das September und Oktober. Da möchte ich gerne so ein Set verschenken für ein liebes Mädel. Und deswegen habe ich die hier gestrickt. Das ist wie immer. Das sind die Honey Purse. Doch, Honey Purse von Petit Knit. Ihr wisst, Mitte, ne? Und das ist auch die Größe Small und Medium, wie all die anderen Taschen auch. Und dies habe ich aus einer Aveta gestrickt. Das ist die Farbe 313. So ein schönes Pink. Pink-Rosa würde ich mal sagen, ne? Und das Mohair passt ja auch richtig schön dazu. Ich glaube, das heißt Bubblegum im Internet, ne? Jo, das ist auch die Farbe 313. Die passt perfekt dazu. Ich habe einen Besuch hier von einem kleinen Hundi, einem kleinen Welpen von Emily und Mas. Den könnt ihr wahrscheinlich hören. Ja, der liegt da, ne? Ja, ich habe noch ein paar angefangen, weil ich wollte zwei davon stricken, also zwei Z, ne, zum Verschenken. Und ja, beim Zweit, das ist die Größe M. Und ja, die wird auch fertig, ne? Und dann, ja, das Innenstoff muss ich ja bald fertig machen, ne? Sonst geht das ja nicht. Ansonsten, da habe ich bei einem Teststrick mitgemacht, bei der Inga, sagen manche, hier in Dänemark sagt man ja Inga, so heißt Pauls Tante, Inga. Das sind die, also Socken, ne? Aus handgefärbter Wolle, und das sind die Lucente Socks, seht ihr? Und ihr habt die bestimmt schon auf Instagram gesehen, ne? Ich weiß gar nicht, wann war das am 28. Weiß ich nicht mehr. Also ich bin fertig, ne? Und da waren ja Mädels, die schon ganz früh angefangen haben. Also nicht früh, aber also eher als ich, ne? Und da waren ja schon einige, die da ein paar Sachen gefunden haben, die da korrektiert worden sind. Und ja, dann kann man so einfach so weitermachen, ne? Aber da sind richtige liebe Mädels dabei. Also alle sind ja lieb, ne? Aber tüchtig, ne? Also man merkt so, dass das nicht das erste Mal für den sind, ne?
Ja, wie gesagt, die Lysander-Sax, das ist eine Größe 39-40. Die habe ich für Emily gestrickt. Soll ich mal zeigen? Sieht man was? Jo, sieht man, ne? Wollen wir mal so machen? Ja. Die sind schön und das ist aus einer handgefärbte Wolle. Mit Nadelstärke 2,5. Aber ich weiß nicht. Ich finde die bisschen, also die sitzen richtig gut, aber ich würde mal sagen, wenn ich die nochmal stricken würde, dann würde ich eine Nadelstärke 2 nehmen. Aber sonst die sitzen richtig gut. Das aus oh, dänischer handgefärbte Wolle, Süßlerit. Und das sind die hier. Ja. So nachhinein, so denke ich, vielleicht kommt so, wenn man Muster strickt, das kennt ihr vielleicht auch, dass so, wenn man Muster bei Socken auf jeden Fall strickt, wahrscheinlich auch Sweaters und so, das ist, da ist das vielleicht am besten, meiner Meinung nach, mein Gefühl nach, so wenn man so das einfarbig nimmt, ne? Aber das kann man ja machen, wie man möchte, ne? Aber bei, schaut mal bei Inga vorbei. Ich verlinke euch ihr. Sie, euch. Ist ja wieder schön hier, ne? Ja, wie gesagt. Sie macht ja auch richtig schöne Designs. Da könnt ihr bei ihr vorbeigucken. Sie ist auch auf Ravelry. Und dann habe ich noch eine Mützerhu. eine Hipster-Mütze für Paul gestrickt. Die kommt richtig gut raus. Ja, das ist wie immer pink, nicht wie immer, aber ist pink. Und ja, das ist aus einer Wolle, die ich in Kassel gekauft habe. Das ist von Zauberkunstgarne. Ihr kennt sie wahrscheinlich. Da hat Inga und sie, Steffi, ne, eine Zusammenarbeit gemacht oder weiß ich, also von der Wolle, da konnte man Sets kaufen, ne? Aber die ist so richtig schön. Und ja, die wollte ich fertig haben, weil die möchte Paul gerne, wenn wir bei Anne vorbeikommen, anhaben. Also wenn das Wetter so weitermacht, dann ist das nicht so schönes Wetter wie letztes Jahr. Das war so richtig schöner Sonnenschein und schön warm und so, ne? Seht ihr das? Das ist richtig schön. Und der Rest der Wolle, wie war da? Ich weiß gar nicht, wie viel ist noch über. Habe ich die? Ich wollte ja noch mal wiegen, habe keine, weil sonst möchte ich gerne. Ja, verbrauchen hiermit, ne? Das habe ich gefunden. Ich weiß gar nicht, das war wahrscheinlich für die ersten, die ich gestrickt habe, ne? Ich glaube, ich muss mal dazu kaufen. Das ist von Permin, meine ich, die Angel, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Aber ja, schön. Ja. Ansonsten, Skull. Mädels, ihr glaubt es nicht. Ihr, dem mich auf Instagram folgt, habt das ja mitbekommen und so, ne? Aber mein Mia-Sweater ist fertig. So richtig fertig. Alles vernäht, schon angehabt und alles. Seht ihr das? Der ist richtig schön geworden. Was war das? Ach, das war eine Rose hier um der Ecke. Ich denke, wer guckt denn da? Aber, ja. Der Mia-Sweater ist fertig. Guck mal. Der ist richtig schön geworden. Und den habe ich ja aus, ja, so, aus der Sonder gestrickt, ne? Zusammen mit, ne, mit einem Mohair. Den habe ich in Büsum gekauft, bei der Daniela. Aber das ist richtig schön. Also ich habe dran gedacht, dass ich noch einen haben möchte. Ich habe ja so ein schönes Geld bei Atelier 2 gesehen, also beim Wollgeschäft in Herning von Sentness und dann noch ein Mohair von Tilia.
Das, ich glaube, der heißt Lemon, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall das Mohair von Tilia. Das ist so richtig, richtig schön hellgelb. Ne? Also nicht so wie Zitrone, würde ich nicht sagen. So richtig schön hellgelb. Ja, der ist richtig schön geworden. Und ich habe ja von Paul, da habe ich 8 Stück zum Advents bekommen, also 2 Knäuel jeden Sonntag. Und die Idee war ja, dass ich 2 jede Woche stricken wollte. Aber Mädels, so weit kam das nicht. Also am Anfang ging das ja eine gute, vielleicht ein Knoll oder so ähnlich, ne? Aber danach, da ging alles in die Hose. Auf jeden Fall, jetzt ist er fertig und ich glaube, ein halbes Jahr oder so habe ich dran gestrickt, ne? Aber der ist richtig schön. Und das ist ja eine Kaufanleitung und das ist ja auch eine Kaufanleitung von den Taschen, das wisst ihr vielleicht, aber sonst jetzt wisst ihr das, ne? Kokonitz. Ja. Wie gesagt, ich habe 8 bekommen. Ich habe den noch hier übrig und einen ganzen von denen. Also 7 und noch. Also ich habe 7, 6 verbraucht und hier, ich weiß gar nicht, hier ist 14 Gramm noch übrig, ne? Also 7 brauche ich, ne, für eine Größe XL. Und davon hatte ich auch 8 gekauft. Und hier sind noch keine Ahnung, wie viel übrig. Ich meine, das ist der einzige. Jetzt habe ich nicht so richtig danach gesucht. Aber das meine ich. Ich bin mir aber unsicher, ne? Wie gesagt, alles in Ravelry verlinkt, nee, eingepflegt, außer wie viel ich von jedem also gebraucht habe. Das muss ich natürlich noch machen. Das ist eine gute Idee, ne? Finde ich ja auch gut, wenn ich bei euch auf euren Ravelry-Account gucke und sehe, oh, wie viel braucht man und so, ne? Das finde ich gut, ne? Ja, ich bin richtig happy. Dann möchte ich ja den Klosterport stricken von Susi Haumann. Ich habe die blaue Wolle, das ist ja schon eine ganze Zeit her, als ich die gekauft habe. Also Paul hat sie gewickelt, die habe ich zusammen mit Gabi gekauft, als wir in Husetin waren. Jetzt fehlt mir nur noch das Mohair und das habe ich bestellt, aber ich weiß nicht, das dauert ein bisschen. Und ich habe die Tilia bestellt. Ich dachte, die finde ich schön. Und die Anleitung. Das ist ja auch eine Kaufanleitung. Also die habe ich hier aus dem Buch. Ne? Die kann man, also ich konnte sie nur aus dem Buch, im Buch finden, auf der Bibliothek, wenn ich mich richtig erinnere. Jo. Würde ich mal sagen, so jetzt. Würde ich mal jetzt so behaupten, ne? Ja. Ja, wie gesagt, ich warte. Da waren, ich glaube, da war es, das Mohair war 20% runtergesetzt. Ne? Das ist auch ein Geld. Ja, was sonst? Ich brauche noch ein bisschen zu trinken. Guck mal, ich habe alles aufgeschrieben in mein schlaues Buch, aber trotzdem. Okay, ich guck mal, Mädels. Emilys Socken sind fertig. Monikas Socken sind fertig. Pauls Hipsterhue und. Wieso habe ich 4 Monatstaschen? Ach ja, 4 Monatstaschen, die habe ich jetzt fertig. Der Teststrick von Inge, von Appelbanne. Und mein Sweater ist fertig. Und Strickpläne sind natürlich mein Klosterport, ne, von Suse Haumann. Ja, das war das. Ja. So, wenn man so jeden Tag strickt, ne? Oh, mein Arm! Alles ist wieder Paletti, Mädels. Ach ja, habt ihr, erinnert ihr euch noch? Ich schweife mal kurz ab, ne? Mädels, ich habe im letzten Video gesagt, dass ich irgendwo im, wie war das nochmal? War das auf Insta, nee, YouTube gesehen, ein Video, ein deutsches Video gesehen habe, so mit dem Tennisellbogen, ne? Da habe ich so einen kleinen Foamroller gesehen, so wie man. Damit konnte man Übungen machen, ne? Den habe ich ja bekommen und der war richtig gut, weil der konnte so richtig, also die Muskeln massieren, so wenn ich an der Tür stand, ne? Aber das war richtig gut. Aber ich glaube, dass das, was geholfen hat, Urlaub und Akupunktur, weil nach meiner, wie war das, zweiten Akupunktur, nee, dritten Akupunktur, da war eigentlich alles Paletti, aber ich sagte, nee, ich möchte sie gerne mithaben, nur so,
sodass jetzt, weil ich auch im Urlaub wollte, da nicht. Auch das war auch am Donnerstag, wo wir am Donnerstag wo losfuhren, ne? Und also, sie sagte zu mir, bei manchen helfen das. Man muss auch dran glauben. Ich weiß nicht. Egal, bei mir hat das geholfen. Und ich konnte auch so nach und nach das erste Mal nach einem Tag merken, oh, da ist irgendwas jetzt, ne? Da arbeitet was so ähnlich, wenn man das so sagen kann, ne? Aber wie gesagt, der Urlaub hat ja auch was gemacht, ne? Und gestrickt habe ich ja. Ich habe auch jeden Tag gestrickt, aber konnte ja nicht so viel stricken, weil wir ja auch wandern waren und also losgefahren sind mit dem Auto und so, ne? Und haben so ein bisschen Österreich unsicher gemacht, ne? Aber ja, das wollte ich mal kurz sagen. Mein Arm ist wieder Paletti, ne? Und ja, ach ja, Mädels, dann kommen wir zu Kassel. Kassel, das war ja mega, mega cool. Also am Samstag, da waren wir, ich glaube, wir waren da um 11 Uhr. Da sind wir, also ich, Paul, Emily und meine Schwester Tine. Wir sind los. Wir waren ja mit dem Wohnwagen in Kassel, ne? Und ja, um 11 Uhr war ich, glaube, ich meine, das war um 11 Uhr. Und da ging das schon in der Schlange los, ne? Frau Maaten, Britta und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das war. So ich sage immer, mein Gefühlskonto, das war total leer abends, ne? Ich war so platt, aber das war so schön. Ich hatte so, also da, ihr seid so viele coole Mädels. Alle sind cool, ne? Aber mich haben ganz, ganz viele angesprochen. Ich kam gar nicht so richtig von einem Stand zum anderen, außer so am Sonntag war ich da alleine, ne? Aber da war ich eher irgendwie so ein bisschen auch müde. Ich habe schlecht geschlafen, so, ne? Aber das war echt cool. Also da sind ja auch ganz, ihr habt ja auch richtig schöne Handherbfärber, ne? Das haben wir ja auch in Dänemark. Und so eine Messe habe ich auch schon hier in Dänemark besucht, ne? In Vejle und also bei Fibervolk und so, ne? Mesker in Masken, das ist auch richtig toll. Und in Aarhus war ich auch schon, ne? Aber das Beste, das war, dass ich euch treffen konnte, ne? Also ich kann das so gar nicht so richtig beschreiben, weil ich möchte das gar nicht beschreiben. Das war so auf dem Gefühlskonto. Ich weiß nicht, das war mega. Das war mega, euch zu erleben, mit euch zu reden. Mit manchen habe ich lange gesprochen und andere waren ganz flüchtig, auch alles Paletti, ne? Aber das war so mega, mega. Andere würden geil sagen, das Wort mag ich nicht. Also ich sage mega, das war mega, mega toll, euch zu treffen, euch zu sehen, mit euch zu reden und knuddeln, ne? Das war auch das Gute, ne? Und da stand ich irgendwo in der Schlange, weil da war irgendwas mit Wolle und Woolen Forest, da war irgendwas mit der Kasse und da habe ich so cool, also da war eine Schlange, ne? Ich habe so ein bisschen geguckt, okay. Und da hat eine Mädel gesagt, wie war das noch? Du sortierst du dich oder so ähnlich. Ich sag ja immer, ich sortiere mich mal, ne? Aber da wusste ich ja, das war ein Mädel von mir, ne? Aber ihr seid so, so lieb. Das ist unbeschreiblich. Ich wollte mich mal noch ganz, ganz herzlich bedanken. Und vielleicht waren da auch nur einige, die mich nicht angesprochen haben, weil sie nicht wollten, auch alles Palette oder getraut haben. Aber ich sage immer, da war auch ein Mädel, sie sagt, das ist so cool, dass du hier bist und du bist einfach nur mega. Ihr seid auch mega. Und ich bin ja nur so, wie ihr seid. Ich setze mich ja nur hier einfach nicht immer einfach, ne? Aber ich setze mich hier vor mein Handy, Mädels. Kamera habe ich noch nicht. Ist auch egal. Vom Handy und dann erzähle ich, ne? Und ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Das war mega, mega, mega. Ich war so platt. Meine Gefühle, die waren total platt. Aber nur alles so richtig liebevoll. Danke, danke, danke. Danke, dass euch es gibt. Dass ihr da seid, dass ihr mich angesprochen habt und geknuddelt habt. Und ja, ich wollte das nur mal sagen, ne? Okay, ansonsten musste ich ja auch was kaufen, weil
wenn ich euch getroffen habe, da hattet ihr meistens irgendwas in der Tasche oder in den Händen, in den Arm oder so, ne? Und ja, ich habe Folgendes gekauft. Ich habe Wolle für ein paar Socken gekauft. Ernie und Bert. Und die Wolle habe ich bei Wollfeuerwerk gekauft. Das war so ein Set mit der Anleitung. Also ich weiß nicht, ob die Anleitung dazu, ob ich sie dazu gekauft habe oder sie damit war. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ne? Also ich habe alles bezahlt, ne? Aber ist ja auch eine lange, nicht Langeweile, also ein Stück her, ne? Ja. Mädels. Die finde ich echt cool. Als Kind habe ich ja immer Ernie und Bert gesehen, ne? Ja, was sonst noch? Die habe ich gekauft. Und dann war ich noch bei Bohai-Wolle. Ich sagte ja im letzten Video, ne? Da musste ich unbedingt hin, ne? Moment, ich grab mal ein bisschen, ne? Ich wollte ja die Press Flowers. Okay, jetzt hängt das auch nicht fest. Die Press Flower Socks stricken. Und da habe ich diese Wolle ausgesucht. Da habe ich ein bisschen Hilfe bekommen. Ich wusste nicht so richtig. Da haben wir ein bisschen gegraben. Im Haufen von Wolle. So ein schönes Grün. Seht ihr das? Und so ein Rosa. Die kennt ihr ja, ne? Von Evelyn. Sie schwärmt ja von ihr. Und kann ich ganz gut verstehen. Also ich habe nicht mit Frau Bohai gesprochen. Nur mal Hallo. Als ich mit Evelyn gesprochen habe. Ja, von Maschenträume. Sie hat ja die Socken gestrickt. Ja, was sonst? Dann habe ich ein paar Mädels bei. Also ich habe bei Rohrspatz und Wollmeise geguckt. Da stand ich, okay, was soll ich stricken? Die sind ja meistens immer sehr hier so einen ordentlichen Knoll und wie viel ist jetzt drauf? Und okay, da sind 300 irgendwas Meter und ich brauche wie viel? Und ich war ein bisschen verwirrt, ne? Und da haben die Mädels gesagt, das ist eine ganz, ganz tolle Wolle, ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, ob die ausgeht oder ob das eine andere Mischung war. Auf jeden Fall die Lace. Oh, sieht man was? Und Teddy, ne? Seht ihr? Ja, hier. Und, Moment mal, das steht ja hier irgendwo. Oder? Ja. Hier sind 300 Meter drauf. Und 100 Meter hat eine Lauflänge von 525 Meter. Ergo durch 2. 260, 62, 50 oder so ähnlich, weiß ich nicht. Also die ist ein bisschen dünner als die Sandness. Da müsste ich wahrscheinlich, also ein dickeres Mohair kann ich ja nicht kaufen für die. Also doch, da gibt es noch ein anderes. Aber wenn man so ein feines haben möchte, dann müsste man wahrscheinlich noch, also nicht ein mehr, ein Faden mehr, aber vielleicht die Elva. Also ein Mohair, die Elva und diese, also dreifädig. Für ein Sweater, mir Sweater, Ingdicke da, weiß ich nicht. Aber das finde ich so ein richtig schönes Braun. Jo, mir Sweater könnte ich mir ganz gut davon vorstellen. Ja. Ja. Jetzt habe ich auch so ein Rohrspatz und Wollmeise. Die Farbe 32, nee, stimmt nicht, da steht 322 Gramm, wahrscheinlich, ne? Seht ihr das? Ja, die finde ich richtig schön. Die habe ich gekauft für ein Sweater. Dann, ja, ach ja, dann habe ich ein Mohair dazu gekauft von Tilia. Das ist nicht die ganze, jetzt sieht das so. Also im Echten sieht das besser zusammen aus als jetzt. Ne? Das mit dem Licht, das ist draußen, ihr wisst. Aber vielleicht könnte man auch ein helleres Mohair bekommen, ne? Von einem anderen Hersteller. Aber
Das ist die 3,25 und die habe ich für, ach ja, die habe ich wahrscheinlich für Emmas Monat, also die Monatstaschen gebraucht und die Emma bekommen habe, weil sie liebt ja braun, ne? Aber das ist für mich. Ja, dazu habe ich die Tilia gekauft. Mädels, Skoll. Jo, dann war ich bei Frau Herzfasern, weil Paul auch noch gerne eine Hipstermütze haben wollte. Aus dieser Färbung. Das ist die Flowers. Limette Pink. Passt ja gut, ne? Und das Pink, das kommt auch so schön raus hier. Das ist so richtig, ne? Ja. Die Frau Herzfasern, die macht ja auch richtig schöne Färbung. Das machen die alle, ne? Also, wie gesagt, ich war ja so platt Samstag, dass ich habe das so gar nicht so registriert. So mit die anderen Herstellern, ne? Aber Sonntag, da war ich bei denen vorbei. Ja, eine Hipstermütze für Paul. Und da habe ich ja, wie gesagt, auch dieses von Zauberkunstgarne gekauft. Und sie hatte auch noch andere Farben, ne? Die habe ich am Sonntag gekauft. Da dachte ich, da wollte ich Paul überraschen. Was sonst noch? Moment, Mädels. Ja, ah ne, hier. Ups. Ja, dann habe ich eine Bouclé-Wolle gekauft. Die war auch richtig schön. Da dachte ich, da wollte ich auch eine Tasche ka nicht kaufen, aber stricken, ne? Das ist von Meisterstücke aus Münster. Also das ist die Karte. Ne? Und ich glaube, die habe ich für 18 Euro bekommen, weil das war sie am Sonntag. Jetzt bin ich mir unsicher. Normalerweise 24 oder für 20. Das weiß ich gar nicht jetzt mehr. Also die war runtergesetzt. Ich habe keinen Rabatt bekommen. Ne? Ist auch völlig in Ordnung. Brauche ich nicht. Ja, also Geld habe ich ausgegeben, ich habe gut unterstützt und also ich war, das musste mit nach Hause. Also so nachhinein, da denke ich wahrscheinlich, okay, das war ein bisschen blöd, ne? Aber das fand ich habe das, weiß gar nicht, ich sagte, die haben wir gar nicht hier in Dänemark. Doch, die haben wir, aber nicht so. Ich habe sie auf jeden Fall nicht gefunden, Mädels. Ein Wollabroller. Mädels, ich glaube, der hat 75 Euro gekostet. Doch, der hat 75 Euro gekostet. Das war der große. Meine Schwester Tine und Emily, die waren da bei denen vorbei am Samstag. Da wollten sie einen kaufen, aber sie dachten, ah, der Kleine war das 45 oder so ähnlich. Ich bin mir fast sicher, 75 Euro. Und ich habe, also kann nichts auf die Homepage gucken. Ich konnte keine Homepage von denen finden. Instagram kann man nicht so richtig was sehen. Außer wenn sie irgendwo sind und ich bin mir ziemlich sicher. Aber 75 Euro, ich finde das, die musste mit nach Hause. Die fand ich echt cool. Also ich habe sie noch nicht gebraucht. Also meistens, die ist ja auch so richtig flott so auf dem Tisch, ne? Ja, so ein Leuchtturm, ne? Ja, dann war am Sonntag, also die habe ich am. War das am Sonntag oder? Ja, doch Sonntag habe ich die gekauft. Dann war ich noch bei Frau Wool and Forest vorbei, weil ich möchte mir gerne noch ein Tuch stricken. Irgendwann mal. Okay, 74 Euro. Ja, ist auch schön. Eigentlich wollte ich ja was mit Pink und so, aber Mädels, immer nur Pink. Da habe ich diese Kombi gekauft. Das ist so ein schönes Grün, so ein Pistaziengrün. Ich guck mal hier. Oh. Das ist die Seashell. Die ist richtig schön. So ein bisschen Rost noch, ne? Jo.
Und ja, da habe ich zwei von, ne? Weil ich habe da ein Tuch gesehen. Und hier, das so mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Das war so bräunlich, glaube ich. Und da hatte sie drei Stränge nicht gekauft. Da, also sie hatte das Tuch aus drei Strängen gestrickt. Also einfarbig in der Mitte und dann so Speckles. Oder? Völlig egal. Also, das wird ein Tuch. Das wird ein. Ich schreibe das. Wenn ich mich. Weil ich mich ja nicht erinnern. Ja. Ich bin außer Übung, oder? Ja. Die ist auch richtig schön. Die habe ich gekauft. Und ja, jetzt habe ich vergessen nachzugucken, aber ich schreibe das. Also alles, was ich vergesse oder wenn ich mich verplappere, dann kann man das unten in den Shownotes sehen, ne? Da habe ich zwei Taschen gekauft. Ich glaube, die waren 30 € pro Stück oder 35, weiß ich gar nicht mehr. Die sind richtig schön genäht. Die haben wir für einen Wohnwagen, also für unsere Badesachen, so für Handtücher und unseren, ja, wenn wir in eine Dusche gehen, ne? Die hat Paul sich ausgesucht. Die hatte ja auch ganz viele. Und ich habe die ja mir ausgesucht. Ja. Da habe ich zwei von gekauft. Wie gesagt, für den Wohnwagen. So, statt eine Tüte. Also meistens, ich habe ja keine Tüte, ne? Aber Paul hat meistens eine Tüte. Und ja, das finde ich richtig praktisch. Skål. Also. Das habe ich 36 Minuten aufgenommen. Lange her, ne? Aber hier geht ja alles flott, ne? Aber ich finde es richtig süß. Jo. Ja, was sonst noch? Ja, wie gesagt, als wir in Bad Ischl waren im Urlaub, also wir waren ja in Kassel von Freitag bis Dienstag. Und nächstes Jahr, da denke ich mal, dass wir von Freitag bis Sonntag und dann fahren wir weiter, ne? Aber da waren wir, wie gesagt, da sind wir ja nach Wolfgangsee gefahren und dann waren wir ja überall hin auch Großglockner und so, ne? Das fand meine Schwester mega, mega, ne? Aber wie gesagt, wir waren in Bad Ischl, wo ich auch die Sockenwolle für meine Freundin, unsere Freundin Monika gekauft habe, ne? Und ja, eigentlich. Ja, ich habe die Sifferner-Wolle gekauft und da wollte ich eigentlich noch, also fürs Bündchen und für die Ferse und für die Spitze. Also so einen Kontrast, eine Kontrastwolle haben, ne? Und da, ja, sie hatte nicht so richtig also die gleichen Färbungen mit so einem kleinen Knoll, aber sie hatte die her. Aber so nachhinein fand ich, ah, das passte nicht so gut zusammen, weil, okay. Hier ist blau, ne? Das Blau bei meinem Finger, aber nicht so richtig das gleiche Blau. Muss man wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber ich finde es schön, wenn das so fast entweder richtig gut zusammenpasst oder ja, fast, ne? Ja, da dachte ich, okay, dann stricke ich eine Socke für Monika. Auch gut gelungen und die wird auch mal verstricken, ne? Ja. Eine ferne Wolle. Oh. Ach hier. Färbung. Ja, und guck mal, ein schönes Pink. Also das wäre auch gut mit Streifen, ne? Außer, ich weiß nicht. Ja, mal sehen, ne? Ja, auf jeden Fall hier auch für ein paar Socken. Die sind noch nicht angefangen, aber irgendwann mal, ne? Weil Lana Grossa, die haben wir nicht in Herning und jo. Ja. Die war schön und die habe ich bei Wollstube Feichtinger in Bad Ischl gekauft. Ja. Nette Dame da. Jo. Was sonst? Mädels. Als ich dann,
im Urlaub beim im Wohn nee, draußen, als wir draußen saßen, da war ich ja bei Instagram, da habe ich was gesehen, was ich ja natürlich jetzt nicht wieder sehen finden kann, ne? Aber ich habe so ähnlich wie in so eine nee, nicht Beauty Box, aber vielleicht so ähnlich wie so ein Volkswagen, so ein Bus gesehen, ne? Und da konnte man das Muster kaufen. Und ich habe mich eigentlich so ein bisschen, also dachte ich, wieso muss ich jetzt also meine Adresse eingeben? Weil ich dachte, ach, das kommt doch bestimmt mit auf Mail oder so. Das habe ich ja so oft, ne? Wenn ich ein Muster kaufe irgendwo, dann kommt das so auf Mail und dann kann ich das ausdrucken und dann zusammenfügen mit Tape, ne? Aber das kam nicht. Und da dachte ich, okay. Das Geld ist gezogen. Mal, ich lasse mich mal überraschen. Ich weiß nicht, war das 40 Euro oder so, ne? Aber dann hier, als ich Wolle, was war das für eine Wolle? Welche habe ich? Ach ja, das war für ein Weihnachtsgeschäft geschenkt. Da habe ich die Wolle, also bei PostNord, abgeholt und das geht ja auch über eine App. Und da stand Toll, also Zoll. Ich dachte, jetzt sind sie auch noch, ihr wisst ja, ne? Da sind ja Leute unterwegs, die, also. Die Betrüger, ne, die rufen an und so weiter. Das heißt, jetzt sind sie auch schon in mein App bei PostNord, ne? Meine Güte, dachte ich. Und dann dachte ich, das glaube ich doch nicht, ne? PostNord, die sind nicht gehackt worden, ne? Und dann fuhr ich nach Hause mit dem E-Bike und dann sagte ich zu Paul, was meinst du? Wusste ja nicht, ne? Und ich habe das mal gegoogelt und ich sagte dann schon, nee, Paul, er sagte, hast du irgendwas gekauft? Nee, ich habe doch nichts gekauft. Was könnte das sein? Und da dachte ich, oh, als ich da im Wohnwagen draußen, am Wohnwagen draußen saß, da war doch das da mit dem. Wenn ich das verlinke, nee, wenn ich das verlinke, wenn ich das finde, verlinke ich euch das, ne? Aber dann sagte ich zu Paul, nee, das ist bestimmt die Toilettasche oder so ähnlich, ne? Die wie so ein VW-Bus ist. Das war so richtig niedlich. Das genau ich, ne? In zwei Größen, ne? Aber ich sagte zu Paul, ich dachte, ich wunderte mich schon, das mit Mail und so und bla bla bla. Und die wollten, also der Zoll wollte nur 8 Kronen haben. Aber mit alles Mögliche musste ich 168 Kronen bezahlen. Und ich sagte zu Paul, nee, das mache ich. Nee, ist doch auch blöd, wenn sie wenn das Betrüger sind, sagte er. Nee, aber neugierig war ich ja, ne? Und wenn das jetzt das war, ne? Das war das, Mädels. Das war das Muster für, also vom VW-Bus, ne? Hier, ich zeige euch das jetzt, ne? Guck mal. Sind die nicht süß? Der spiegelt das so ein bisschen, ne? Also, ich finde die mega. Canvas Car Storage Bag. Mädels, die kann man doch auch für alles Mögliche benutzen. Und ich packe. Okay, da ist ein QR-Code. Ja, das knittert, das knittert jetzt ein bisschen. Milli, ich finde den so niedlich. Ich finde die so niedlich, ne? Und das ist so ein dickes Plastik, ne? Dann kann ich das ja gut verstehen, dass das mit der Post kommen sollte, ne? Und dann in so ein hier, ne? Ich weiß gar nicht, wenn ich das finde auf Instagram, dann verlinke ich euch das, weil. Ja, sonst mit dem QR-Code, ne? Na, ich wollte das euch mal erzählen, ne? Hier passiert ja manchmal was, ne? Ja, Mädels, dann war ich bei Jolas Perlenmanufaktur. Das war Emily auch. Sie hat was für ihre Freundin Julie gekauft. Sie ist ja von USA, aus USA. Und da waren richtig schöne Sachen, ne? Die habe ich hier gekauft. Ja, ich habe das so hier, so dass ich nichts vergesse, ne? Ja, da habe ich die hier. Das sind Fortschrittsmarkierer, würde ich jetzt mal sagen, ne? So. Und M&M. Jupp. Die liebt Paul. Das ist Hans Irmlingslick M&M, also sein Lieblings. Ja, Snoller. Naschkram. Richtig süß. Ja, wie gesagt, die habe ich bei ihr gekauft und da war Hella noch. Die stand da auch mit am Anstand. Den habe ich von ihr bekommen. Guck mal, ich wollte noch nichts reinmachen, ne? Weil sonst. Aber den finde ich richtig schön. Ich habe mir eine Tanne Kee. Eine Tanne Kee.
Eine Kanne, eine Kanne Tee gemacht, ne? Weil jetzt mit das schitti Wetter und so, ne? Da brauchen wir was, irgendwas Gemütliches, ne? Und da brauche ich die hier. Da mache ich Tee rein. Die ist richtig schön. Und sie hat auch noch andere ganz schöne, ne? Ja. Die ist auch auf Instagram, ne? Jola. Und Hella ist auch auf Instagram. Aber die habe ich von ihr bekommen. Und ich habe diese hier gekauft, ne? Jo. Ach ja, und bei Steffi, bei Zauberkunstgarne, da habe ich bei ihr am Sonntag eingekauft. Ich war auch bei ihr am Samstag mit Paul, haben wir ein bisschen geschnackt, ne? Und da war ich wieder bei ihr Sonntag und da habe ich diese hier gekauft. M&M Nadelstopper. Sieht man was? Sieht man was? Mädels, die finde ich süß. Jo, und als Kind, da mochte ich ja auch gerne die Schlümpfe, ne? Hier. Da habe ich die hier gekauft. Die haben, also Mädels, ihr habt, also da sind ganz viele, die bei ihr ordentlich eingekauft hat, ne? Haben. Und das ist ja auch schön, so immer schön unterstützen, ne? Wenn man kann, ne? Und wenn man möchte. Das kann man ja machen, wie man möchte, ne? Aber ich würde mal sagen, da bekommt Emily zwei von denen und zwei von denen und auch von denen, ne? Ja. Jeps. Die sind richtig niedlich. Die Tasse davon und da. Und dann war ich noch bei Fietegan. Moment, Moment. Dann war ich noch bei Fietegan. Und ja, also am Samstag kam ich aber gar nicht bei ihr ran, ne? Sie wurde auch überrannt. Aber das ist ja gut so, ne? Weil wäre ja auch schade, wenn man nicht ordentlich was nach verkauft, ne? Fiete Kahn Karin, sie ist auch auf Instagram. Von ihr habe ich den Strang gekauft. Nee, nicht gekauft. Entschuldigung, den habe ich bekommen von ihr. Ich durfte mir einen Strang aussuchen und dazu habe ich diese Anleitung auch bekommen. Und ganz lieben Dank an Hella, also für die Tasse, für den Becher und für hier von Karin, ne? Das ist ein richtig schönes Tuch. Sie, guck mal. Jo. Ja, und das ist auch richtig schön. Oh, guck mal. Jupp. Und die Zusammensetzung, die kommt hier. Also ich habe ja noch nie Seide verstrickt. Da bin ich gespannt. Jo. Ja, ganz herzlichen Dank. Und ja. Und da sagte sie, warst du noch schon bei meiner Nichte? Deine Nichte, wer ist das? Das ist Frau Quickstrick. Jo. Also wusste ich nicht, das weiß wahrscheinlich keiner, ne? Kein. Aber ist auch, ja, das war richtig schön. Ganz lieben Dank. Und ja, was sonst noch, Mädels? Jetzt brauche ich was. Ist cool. Moment. Mal kurz gucken hier. Da waren noch Karten. Die habe ich bei Frau Behei bekommen. Also haben alle bekommen, ne? Die was da gekauft haben. Was sonst, Mädels? Ja. Dann, Mädels, heute ist der 23. August. Ist ja nicht weit nach. Ist nicht mehr lange nach Weihnachten, ne? Das wissen wir ja alle, ne? Deswegen will ich, also ich muss den Klosterpurt noch stricken und die zwei Geschenke und dann muss ich Gas geben für Weihnachten, ne? Weil ich möchte gern diesen verschenken. Den habe ich bei einer dänischen Podcasterin gesehen und das ist also eine, die ist nicht, also die ist nicht kostenlos. Habe ich was anderes gesagt bei den anderen? Also der Meerschwettert ist keine kostenlose, also die kostet was. Wenn ich so einen Stuss gesagt habe, muss ich das irgendwo schreiben, ne? Also alle Anleitungen kosten was, ne? Und ich würde mal sagen, mit diesem hier weiß ich nicht, Karin. Aber mal sehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Hier, die habe ich auf Ravelry gekauft von Brøggerstrik. Sie ist auch eine dänische Podcasterin. Und das ist ein Geschenk für Weihnachten zusammen mit einer passenden Oslo-Mütze. Und
die Wolle dazu. Oh, das ist auch gut hier, dass ihr meine Schultern seht, ne? Moment. Na. Die Hauptfarbe. Und das ist von Müllers Ull, ne? So, also keine Teppichqualität, aber ja auch nicht so schönes Merino. Hier, davon habe ich zwei. Müllers Ull. Yes. Und habe ich das gezeigt? Jo. Ja. Zwei davon. Und dann, also eigentlich kann man ja verschiedene Farben nehmen, ne? Aber ich möchte gerne das, also einfarbig, ne? Und ja, das kommt nicht so rüber, wie es ist, aber auch egal. Die fange ich an. Ja. Und ja. Mal sehen. Jetzt bin ich mir unsicher. Ach, shit. Das ist gar nicht genug für eine Hipstermütze auch. Ach du Schreck. Hier sind nur 225 Meter auf 50 Gramm. Oh oh. So ein Mist. Was habe ich mir jetzt da gedacht? Na, okay. Jetzt kommt erstmal das Tuch dran, ne? Das wird angefangen. Das wird angenadelt. Jo. Dann habe ich bei Strecke-Dogger, da habe ich ja auch die Lemon Socks gesehen. Das habe ich ihr gar nicht gesagt. Ich habe sie auch auf der Messe getroffen. Deswegen habe ich sie gefunden. Die Lemon Socks, die habe ich bei ihr gesehen. Und die fand ich so schön. Und auch ein richtiges Liebesmädel, das seid ihr alle. Dann, sie strickt ja, und auch ganz viele von euch, ein Design von Stephen West, weiß ich gar nicht jetzt mehr, wie der heißt. Und da dachte ich mir, die wollte ich auch stricken, aber so in richtige knallige Farben, ne? Da habe ich dies gekauft, das war so ein Set. Rasende Kreativ. Das war ja bei denen, bei ihr war ich ja mit dem Kurs, da, wo ich das Stück gestrickt habe für die Socken, ne? Und dann, ja, die habe ich bei ihr gekauft. Das sind 50 Gramm. Schöne Farben. Und da dachte ich, okay, ja, mal sehen. Und hier ist wahrscheinlich auch nur, mein, das geht ja wieder was. Moment. Warum steht das da nicht? Hier ist doch nicht 100 Gramm drin. Mädels. Also hier steht 100 Gramm, ne? Aber 100 Gramm. Ah, vielleicht weil sie... Guck mal. Ist das anders verzwirrt? Na, egal. Irgendwann vielleicht, vielleicht nicht. Aber ich dachte, das wäre so richtige schöne Socken. Wie gesagt, Frau Strickedugger, sie macht das, sie strickt das neue Design. Und erst dachte ich so, wie strickt man das denn? Wie soll das eine Socke werden, ne? Aber wenn ich schreibe das hier, wie das Design heißt, ne? Oder verlinkt euch das oder whatever, ne? Aber das fand ich so richtig schön, muss ich sagen. Aber von schön bis eine fertige Socke ist ja auch noch ein Stück, ne? Ja, ich finde es schön auf jeden Fall. Middle School. Ach ja, und vielleicht hört man sagen, erst dachte ich, ach, das sieht ein bisschen altmodisch aus, ne? Aber so mit der richtigen Farbkombi, da kommt, das wird ein richtiges schönes Tuch. Und eigentlich ist das ja gar nicht so weich, aber bei der dänischen Podcasterin, sie merkt das, wenn das kratzig ist, auch am Hals, ne? Also da dachte ich mir, okay, wenn sie das so tragen kann, dann ist das wahrscheinlich schön. Aber das wird ja wahrscheinlich auch weicher, so, Entschuldigung, beim Waschen, ne? Muss man erst angenadelt werden, ne?
Was sonst, Mädels? Hier sieht's wieder aus, ne? Ihr wisst ja, der Schlüssel liegt da draußen und wartet auf euch. Ja, und sonst noch? Ach ja, ach so, ja, Mittagswolle hier von Rasende Kreativ. Da war so ein kleiner Fortschrittsmarkierer. Den habe ich ja auch, also beim Workshop waren. Kann man das sehen? Sieht man das? Der eine ist blau und der andere lila, ne? So. Ja, finde ich süß. Also das kostet ja auch alles was, ne? Wenn die Färber alles sowas mit zupacken, ne? Die Zeit, weil die muss man ja auch machen, also fabrizieren, ne? Und guck mal, das finde ich echt cool. Ja. Und da war auch noch ein bisschen Tee. Jupp. Und also das heißt Lacrisse Love, ne? Und dies hier, Eskes Favorit. Ich meine, Eske, das ist ihr Sohn, wenn ich mich richtig erinnere. Ich verlinke euch ihr, sie, ne? Klistermärke, jups. Und hier auch noch, ne? Ja. So, Mädels, ich glaube, ich bin durch. Ich sortiere mich noch mal, ne? Das muss sein. Ja, was sonst? Huni, er schläft. Ich dachte, er, der wird so ein bisschen heulen oder bellen, ne? Das hat er ja am Anfang gemacht, ne? Also, als ich so ein bisschen Probe aufgenommen habe. Okay, Mädels, jetzt ist nicht mehr. Auch genug, ne? Ach ja, oh, guck mal, der war auch noch dabei von Rasende Kreativ. Das ist so, keine Ahnung, rot, pink, orange. Den finde ich echt süß, ne? Also ich, wie gesagt, also das sind ja ganz viele Handfärber, die so extra machen, ne? Weil das braucht man ja nicht. Aber ist ja auch schöne Reklame. Ich weiß nicht, ist das für ein. Also das ist so ein kleiner Ring dran. Was, ich weiß nicht, wie für so ein. Ist auch geil. Aber wie gesagt, das dauert ja, ne? Das kostet ja auch. Das ist ja nicht kostenlos, ne? Und das kostet ja auch. Das bestellen sie ja auch. Porto, wenn sie das nach Hause bekommen und so, ne? So, Mädels. Wie gesagt, Kassel war mega, mega toll, ne? Die Mädels, die mich angesprochen haben, die waren mega, mega toll. Das Einzige, wo ich jetzt dran denke, so, und das habe ich auch bei euch den anderen Podcastern gehört, ne? Und die mit mir gesprochen haben, so die Versorgung, ne? Da dachte ich so, ja, okay, da könnte so eine kleine Wagen so in deinem Garten sein, ne? So mit für Wasser, ne? Weil wir haben Kaffee und Kuchen bekommen, weil ich dachte, okay, das ist alles Paletti, ne? Aber sonst, aber so, das war alles Paletti. Also ich fand das richtig schön, ne? Ja, und wie gesagt, was passiert noch hier in meinem Leben? Ja, arbeiten muss ja sein, das wisst ihr ja, sonst keine. Ne? Und ja. Ja, ist sonst noch was passiert? Ja, also die Taschen, da bin ich noch nicht weiter. Auch nicht bei der hier. Da habe ich mich noch nicht so richtig klar, nicht klau, aber klug gemacht. Ne? Ich habe ganz, einen Moment, also ich habe ein paar Ideen bekommen. Und auch für meine Socken mit den Herzen. Also die liegen jetzt noch, ne? Also die müssen jetzt noch mal. Jo. Mädels, sonst habe ich nicht mehr. Ja. Also ich würde mal sagen, jetzt genug gekauft. Wie immer sage ich das, ne? Sagen wir ja alle. Ist auch egal. Man muss ja so ein bisschen, ja, unterstützen. Ja, wie gesagt, ich finde das richtig schön. Die Taschen, da muss ich. Ich glaube, ich mache das morgen. Ah, morgen in IKAS, hier ist so eine kreative Messe, ne? Aber also nicht nur mit, weil ich war. Ich glaube, das war ein ganz bisschen, ne? Da ist ja so ein Konzern. Die Messe machen, ne? Also da kann man sich anmelden und dann da ganz in ganz Dänemark, das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Und da habe ich ganz zufällig auf ihrer Instagram-Seite gesehen, dass die hier in IKAS sind. Morgen von 10 bis irgendwas.
Sonntag glaube ich nicht, aber Samstag, da habe ich eine Eintrittskarte gekauft. 48 Kronen, mein Gott, wenn das nicht so ist. Aber da ist wahrscheinlich auch Keramik und ein bisschen Holz und ein bisschen Wolle und alles Mögliche, ne? Aber wenn ich mich daran erinnere, dann mache ich ein paar Fotos und dann zeige ich das auf Instagram, ne? Ja, das passiert morgen. Und Paul, er möchte gerne mit, darf er auch. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich dachte, ah, das ist bestimmt langweilig für ihn, aber das ist es ja nicht. Er mag das auch gerne, ne? Ja, da kaufe ich noch einen Eintritt. Wir kaufen eine Eintrittskarte, ja, beim Eingang, ne? Und ja, ansonsten, ja, mit dem Leder, der fängt erst im September an. Und Snoa Lee, ihr wisst, mein Strickcafé jeden Mittwoch, der ist angefangen, aber gestern war ich platt. Also die letzten 3 Wochen platt, 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 ne? Aber das wird ja auch wieder besser, wenn alle Kinder regelmäßig wieder also die richtigen Zeiten haben, so wenn die in die Schule müssen und frei bekommen und das muss alles eingefahren werden, hätte ich beinahe gesagt. Aber so ist das, ne? Das ist wahrscheinlich auch bei euch, ne? Ihr habt auch viele um die Ohren, ne? Das ist nicht so anders wie bei euch, würde ich mal sagen, ne? Ansonsten habe ich noch mehr. Ich guck mal hier. Und dann wollte ich auch noch eine Tasche für dich. Das ist so ein bisschen Altrosa. Altrosa, die habe ich wahrscheinlich auch für das Haarband für Emily oder Emma gebraucht, ne? Also, ich fand das Mohair so schön. Und die haben kein Avetta, das so genauso in die Farbe passt, ne? Und das kommt so richtig gut raus. So ein dunkles Bären, altrosa. Ja. Jo. Moment, Mädels. Was ist sonst hier noch? Was ist das denn? Keine Ahnung. Jo. Ja, wie gesagt. Ich habe Paul gefragt, ob er eine Hipstermütze hiervon würde. Sagt okay. Kann man ja nicht alles. Also man kann ja wahrscheinlich nicht. Kann man, wenn man möchte. Braucht man aber nicht. Ja, das alles zu verstricken für. Ja, aber eine kleine Tasche. Das finde ich richtig süß. Und mit einer Zweiernadel, würde ich mal sagen, sodass das nicht so lapperig wird. Ne? Und vielleicht noch mit ein Alva dazu. Ist ja egal, wenn nicht, ist nicht egal. Habe ich noch so ein Weiß oder ein Gelb? Nee, weiß ich nicht. Rosa habe ich auch nicht. Ah, so ein Off-White wäre besser. Mal sehen, mal sehen. Wir sehen mal. Vielleicht liegt das auch. Hoffe ich nicht, aber. Mädels, ich habe nicht mehr. War schön wieder hier, ne? Zum letzten Mal heute. Skål. Ja, schön, dass ihr bei mir her vorbei wart. Wie gesagt, wenn ich irgendwas vergesse, dann schreibe ich das unten. Oder wenn ich das nicht vergessen habe, wie man das macht, dann schreibe ich das irgendwo hier unten. Oder mal zeige ein Bild oder so ähnlich. Ne? Aber ansonsten, Mädels, war schön wieder hier. Meine Schwester sagte letztens, dann mach doch Schluss. Sie sah hier, als ich das Video so geguckt habe. Und da habe ich auch gesehen, Britta, jetzt mach Schluss. Ne? Deswegen, Mädels, ich mach Schluss für dieses Mal. Wie gesagt, war wieder schön hier. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Habe mich bestimmt wieder verplappert. Aber so ist das bei mir. Ne? Damit kann man wahrscheinlich immer mitrechnen. Ich habe euch alle ganz lieb. Bleibt gesund und. Wir sehen uns. Hätte Gott, pes Gott po hinnen. Wie sees. Hi, hi.